Testing, testing. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich erstmal den MIDI-Kanal hier verändern und Clock anschalten. Oh, kein Problem. So. Das jetzt hier. Mit Effekt. So, dann kann ich auch noch hier am Touchpad die Cutoff eingeben, Sequenz. Hier zwischen den Tracks umschalten. Im alten war das etwas bedienungsunfreundlicher. Habe ich natürlich noch verschiedene Presets mit Delay. Ich mache mal ein bisschen im Tempo. Die gute alte Tante X-Case, ich weiß. Stimmt, ein bisschen angestaubt schon. Ich kann natürlich auch ohne Sequenzer das Ganze machen. Filter, das ist noch aus dem alten Mund. Das Metallic war mal ganz schön hier. Kann auch die beiden Seiten linken natürlich. Kann sie auch gegenseitig linken. Den Sequenzer noch mal wieder einschalten. So, mache ich natürlich noch eine Cut-Off-Sequenz. Ja, schön. Ja, sehr schön. Man kann auch jeden Step einzeln editieren. Es war beim alten Moment etwas hakeliger. Das ist jetzt etwas bedienungsfreundlicher hier. So, hier kann ich die Spuren umschalten. Er war noch in der Speicherabfrage. Ja, der Sequenzer läuft jetzt nicht mit. Deswegen, läuft das läuft jetzt gar nicht. Der muss neu einstarten. Der ist ja im Sync.